Start Nummer 1 für Hannes Jenicke, der allerdings bei der Gelegenheit anmerken möchte, dass das vielleicht etwas zu viel Vorschusslorbeeren sein könnten, selbst wenn er mit Skilegende Marc Girardelli in einem Team fährt. Ich bin dieses Jahr sehr wenig zum Skifahren gekommen, weil ich eine Doku gemacht habe in Afrika, war nichts mit Skifahren und das war jetzt so eine Ausrede, um auch noch schnell in den Schnee zu gehen, bevor die Saison vorbei ist. Alljährlich zum Saisonabschluss strotzt Ischgl stets nur so vor prominentem Glanz. Seien es nun die Charity-Rennen oder die legendären Abschlusskonzerte mit Mariah Carey, Sir Elton John oder Rihanna. Doch zurück ins Hier und Jetzt und rauf auf 2400 Meter Höhe. Denn von hier oben geht es auch für unsere Nummer 1 gleich wieder runter. Will ich auch nicht. Marc Girardelli, fünfmaliger Gesamtski-Weltcup-Sieger, viermaliger Weltmeister, 100 Mal stand er während seiner aktiven Laufbahn auf einem Podest. Und wenn er ehrlich ist, würde er das heute auch ganz gern. Wir haben so 60 Starter, Verhältnisse sind sensationell und ich muss mich wirklich sputen. Ich glaube, alle sind sehr motiviert. Also Girardelli, den kenne ich wirklich lange, so ein guter Freund von mir. Das ist der lockerste Hund der Welt, bis es auf die Skipiste geht. Dann wird er einfach zu einem Tier. Das ist bei mir anders, ich bin ja so ein richtiger Spaßfahrer. Eigentlich darf ich auch gar nicht fahren, weil ich demnächst wieder drehe für die ARD, aber ich war vorsichtig. Streckenbesichtigung, die Ischgl Heroes Challenge, kommt als Slalomrennen daher. Von Natur aus eine eher langsamere Angelegenheit, außer man folgt den Anweisungen des Rennleiters. Wer später bremst, ist länger schnell. Ah ja. Wenig Bremsen kommt für Hannes Jenicke jedoch eigentlich nicht in Frage. Knieprobleme, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, begeisterter Motorradfahrer. Und ich bin halt mal runtergesammelt worden von einer zauberhaften alten Dame, der es nachher, glaube ich, noch schlechter ging als mir. Und habe ein neues Knie jetzt, aber ich kann wieder fahren. Während sich Skilegende Marc Girardelli bereits in die Tiefe stürzt, wird es auch für Hannes Jenicke langsam ernst. Girardelli fährt unterdessen vorläufige Bestzeit, gesteht aber, wie er es nennt, Gas gegeben zu haben. Doch auch Hannes Jenicke tritt nicht auf die Bremse. Hannes Jenicke, meine Damen und Herren, der weltbekannte Schauspieler. Am Ende trennen die beiden nur 3 Sekunden. Also wir hätten das vom Wetter auch in der Surfshorts fahren können, aber der Schnee war dementsprechend jetzt ein bisschen, wie sagt man, nur Gatsch, sagt ihr das so? Wie sagen die Österreicher? Gatsch. Gatsch. Ich kenne das Wort. Gatsch. Im Duden steht es nicht. Gatsch. Aber das heißt Gatsch. Genau. Also der Schnee, das ist halt echt nicht kaum mehr zu befahren. Völlig egal, wir haben Spaß. Es wird ein bisschen Geld zusammenkommen für die Flying Help Foundation. Die Startgebühren spülen immerhin gut 25.000 Euro in die Kasse. Geld, das ausreicht, um für Kinder in Entwicklungsländern eine Schule zu bauen und ein Jahr lang zu betreiben. Wer das Rennen in Ischgl gewonnen hat, das hat am Ende keinen mehr interessiert, denn die Gewinner waren die Kinder.